Ja, jetzt mal wieder eine ganz spannende Folge, muss ich sagen. Die Nordhorn, die lief ja wie ein Sack Nüsse und das hat uns ja nicht in Ruhe gelassen. Wir haben so viel gemacht und getan, aber wir haben den Fehler nicht gefunden. Bis wir dann darauf gekommen sind, es muss am Vergaser liegen. Und wie wir die wieder hingekriegt haben, mit einem 4 mm Bohrer und viel Hirnschmalz, den Erfolg könnt ihr dann sehen. Oder auch nicht Erfolg. Moin. Moin. Wie immer sagen wir Moin. Das ist im Norden so. Ja. Tja, wir müssen mal wieder ein bisschen berichten. Wir stehen hier so ein bisschen vor dieser Nordhorn und waren wirklich... Die am Tropf hängt. Die am Tropf, immer noch am Tropf hängt, ja. Ja. Aber wir haben den wirklich wahren Fehler, warum die so beschissen läuft, noch nicht gefunden. Also klar war das ja mit dem Schok, das haben wir ja nun auch rausgefunden. Ich habe so viele verschiedene Motorräder, wo das mal so und mal so ist. Und ja, da habe ich einfach nicht dran gedacht, weil wir haben da nicht dran gedacht. Nee, das, wenn der Schok gezogen ist, ist der Schok gar nicht gezogen. Nee, dann ist er nämlich oben. Dann ist er nämlich oben. Und wenn man, dann muss man ihn zurückstellen und dann ist er offen. Und tja, auch uns passieren Fehler. Du ist ja, jetzt ist der Vergaser ja eigentlich unten im Standgas. Jetzt gibt er Gas. Und dann ist der Schok nämlich geschokt. So, und jetzt ziehe ich den Schok mal hoch. Und so soll man ja eigentlich fahren. Und so soll man dann fahren. Ja, und das haben wir genau verkehrt gemacht. Und das ist uns... Anfangs. Das ist uns, wie wir die rausgenommen haben mal wieder, dann aufgefallen. Mhm. Und halt, nimm die nochmal wieder raus, guck mal. Und ja, dann fiel es uns wie Schuppen aus den Haaren. Ja, aber dann ließ ich ja trotzdem nicht. Die haben ja immer noch so Zündaussetzer. Dann habe ich einen Kabelbruch unten an der Platine gesehen. Das habe ich nachgelötet. War immer noch nicht in Ordnung. Da ließ sie immer noch scheiße. Dann haben die mit der Zündlichtpistole schon mal die Zündung angeblitzt. War eigentlich einigermaßen richtig. Richtig, ja. Das war auch schon in Ordnung. Ventile haben wir überprüft, ob die Spiel haben. Steuerzeiten haben wir dann auch mal so kurz geguckt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich jetzt die Steuerzeiten dadurch im Unfall irgendwie was verstellt. Das ist unmöglich eigentlich. Also wir hatten immer noch das Problem, dass sie jetzt im Stand nicht richtig läuft. Nee. Und wenn sie hochtourt, eigentlich da, das geht, aber sobald du Gas wegnimmst, fängt sie an zu knallen, ja, und zu puffen. Und so wie Zündaufsätze und hat die richtig aus dem Auspuff rausgeknallt. Und sind wir da immer noch nicht drauf gekommen, was alles eigentlich ein Problem ist. Obwohl, die Vergaser haben wir ja schon zweimal jetzt auseinander gehabt, sauber gemacht, immer wieder geguckt. Ultraschallbad noch nicht. Aber dann... Dann kam uns zwei Ideen praktisch. Die eine Idee ist, wir bauen einfach andere Vergaser an. Ja, ich hatte hier noch so schöne 32er der Lotus liegen. Die haben wir ja mal geschenkt bekommen. Aber was für ein Aufwand, die jetzt hier ranzubauen, sieht natürlich geil aus. Aber dann haben wir uns noch mal überlegt, ob wir uns diese Arbeit machen wollen, eigentlich lieber nicht. Und dann sind wir mal, Jörg und ich, gestern Abend noch in der Werkstatt in uns gegangen und haben gesagt, lass uns doch mal einfach nur mal gucken, nachvollziehen, wie so ein Vergaser eigentlich überhaupt funktioniert, was die Aufgaben von dem Vergaser sind. Da sind so kleine Löcher, kleine Bohrungen, die Lufteinstellschraube, die Kanäle, wo geht das überall hin? Ja. Und dann ist uns nämlich eine Erleuchtung gekommen und das zeigen wir euch. Das zeigen wir euch jetzt in der anderen Halle. Ja. Oh, wir machen mal ein bisschen mehr Licht. Zieh mal an den Band da, dann haben wir ein bisschen mehr Licht. Mensch, Jörg, wo fangen wir denn da an? Doch? Also die Erkenntnis, wir können das ja mal hier in diesem Modell zeigen. Warum? Ich nehme mal meine Brille ab. Ich spanne mal hier den Vergaser hier ein. Und hier normalerweise, da ist ja die Lufteinstellschraube. Erstmal fangen wir mal an, warte mal. Fang du mal an. Doch. Wenn man hier reinguckt, genau da, ist da eine Bohrung. Und da eine Bohrung. Ganz klein sieht man die da. Da und da. Das sind praktisch die Leerlaufdüsen. Eine von denen kann eigentlich nur die Leerlaufdüse sein. Und die eine die Übergangsdüse. So muss, das haben wir jetzt für uns mal festgelegt. Ja. Weil die eigentlich hinter dem Gasschieber sitzt. Das in dem Moment, wo man den Gasschieber nicht öffnet, da kriegt er da immer noch so ein bisschen Übergangsspray. Genau.
Und normalerweise kriegt er ja dann, wenn der Gasschieber auf ist, über diese Hauptdüse das Hauptbenzin. Das ist ja auch alles in Ordnung und funktioniert. Diese Düse ist ja dann auch groß genug, da geht ja ordentlich was durch. Ja. Aber bei diesen kleinen Düsen hier und diese kleinen Kanäle, die hier laufen, von der Lufteinstellschraube bis hierhin, das ist alles hauchdünn. Also nicht mal so dünn wie diese Nadel hier. Ja, gerade nur so. Ja, hier sind sie ein bisschen dicker, aber wir wissen ja gar nicht, wie das hier drin alles aussieht. Wenn man mal hier reinguckt, sind hier ja drei Löcher. Eigentlich, oder sind hier nur, da sind nur zwei? Eins, zwei. Der eine ist ja verblombt. Der ist ja immer so für rechts und links. Du, ist da auch. Ja. So. Ach so, und das dritte Loch ist praktisch dieses hier. Ja. Das ist ja. So, in diesem Loch geht praktisch Luft rein, an dieser Schraube vorbei, die hier reingedreht wird. Das ist die Gemischeinstellschraube? Genau. Und geht dann auch in diesen Kanal rein. Wo diese beiden kleinen Löcher sind. Und hat erstmal, wenn man darüber so nachdenkt, eine unsinnige Bedeutung, die nachher total sinnig wird. Ja. Weil? Hier saugt er, das muss ich auch mal sagen, hier saugt er ja die Luft an und es steht hier ja ein Tier, durch dieses Loch saugt er sich das Benzin ja an, von unten aus der Schwimmerkammer. Ja, das ist ja, jetzt wird der Deckel der wird jetzt so rum raufgesetzt. Dann gehört der Deckel aber nicht zu dem. Ich schraub den mal ab hier. Ja, dann nehmen wir den Originalvergaser. Ja. Warte mal, haben wir gleich. Da kann man das auch besser erklären mit der Schwimmerkammer. Genau. So, jetzt ist ja hier, das ist jetzt ein anderer Vergaser. Nur die andere Seite. Ja. Saugt er hier über dieses Loch praktisch. Aus der Schwimmerkammer. Da ist unten auch ein Loch, da unten drin. Den Kraftstoff praktisch hier raus. Hier über diese Bohrung hier rein und wenn man jetzt diesen Vergaser nimmt, dann geht es hier so um die Ecke und geht auch hier hin. Also jetzt, der ist ja nur seitenverkehrt. Geht hier praktisch der Sprit rein und hier ist eine Luftschraube, die auch, und hier, wenn jetzt der Drosselschieber zu ist, ist hier ein Wahnsinnsunterdruck, also der größte Unterdruck, den man überhaupt haben kann. Und dann saugt er an diesen Löchern, egal was jetzt kommt, saugt er an. Und je weniger Luft man jetzt da reinlässt, umso mehr Kraftstoff kommt da rein. Ja, durch den Unterdruck. Und wenn man jetzt das Magere haben will im Stand, dreht man die Luftschraube einfach weiter raus, weil dann hier dieser Querschnitt geöffnet wird und Luft sich leichter ansaugen lässt wie Kraftstoff. Man müsste dazu ja nochmal diese Luftgemischschraube einmal rausdrehen. Wo ist sie denn? Ach nee, diese hier. Diese da drin. Wo ist sie denn? Ist sie. Damit man mal sehen kann, wie das reguliert wird. Da ist nämlich so ein kleiner Konus am Ende. Umso mehr man die jetzt rein und raus dreht, öffnet sich ja das Loch und der Konus verdichtet sich oder wird größer. Genau. So, da hat irgendeiner sich. Kann man das größer machen? Ja, da hat irgendeiner. Einen Vergaser zerschnitten. Sich die Arbeit gemacht. Und den Vergaser praktisch zerschnitten. Ja. Und hier kann man es noch besser erklären. Das ist jetzt die Luftgemischschraube, die hier in diesen Konus reinwandert. Und dadurch reguliert man hier durch, das ist Luft hier. Und rot ist Kraftstoff. Und rot ist Kraftstoff. Was wir jetzt rausgefunden haben, das war ja das Schlimme, dass nämlich hier über dieser Ecke der Kanal zu war. Ist. Viele haben immer gesagt, dass diese Bohrungen, die hier drinnen sitzen, die hier unter sitzen, dass die verstopfen. Ja. Und die haben wir ja, die sind nun ganz klar offen bei diesem Vergaser und bei den beiden Vergasern. Ja, die haben wir auch ein bisschen freigemacht. Ja. Und dieses ist alles mit Luft und es kommt auch was da durch. Aber es kommt kein Kraftstoff. Egal wie viel wir hier rein pusten, es kommt hier unten, wenn man hier den Finger hinhält, einfach keine Luft raus. Das heißt, hier muss er dicht sein. Ja, habe ich schon gezeigt an dieser Stelle, genau in diese Ecke. Genau, hier. Das ist. Da ist hier, wo ich das jetzt angezeichnet habe, da ist die Verstopfung. Und weil man jetzt von keiner Seite aus dahin kommt, haben wir uns gedacht,
wir nehmen eine dicke Bohrmaschine und bohren mal. Das machen wir jetzt einfach. Den auf. Besser wie Ultraschall. Bohrer sticht Ultraschall. Ne? Nee, und wir sind ja auch auf die Erkenntnis gekommen, weil es ja die neuen Konzentrikvergaser, die gibt es, die haben auf dieser Seite genauso wie dieser Vergaser auch die Lufteinstellschraube auch hier, aber auf der gegenüberliegenden Seite ist hier praktisch so ein kleiner Luftstopfen drin, der das abdichtet und von hier aus kann man die Düse reinigen. Diesen Kanal reinigen. Das haben die jetzt alle einmal, die neuen Vergaser, die haben das jetzt so. Ja. Es gibt noch neuere da, wo die Leerlaufdüse gleich hier drin ist, mhm, wo das gesteuert wird. Aber deswegen bin ich darauf gekommen, warum hat der denn das da? Dann haben wir gesagt, dann bohren wir da eben auch ein Loch rein. Na, ich mach das jetzt einfach mal. Ja. Da kam was, jetzt bin ich durch. Ich glaube, ich bin schon durch, du. Das können wir mal prüfen, ob wir Durchgang haben zu dem Kanal. Siehst du was? Ja, ich sehe dich. Kannst du mich sehen? Ja. Nee. Lass mal gucken, ob ich dich sehen kann. Ja, ich sehe dich. Oh, der ist schön in der Mitte, das ist gut. Und als Stopfhemm habe ich gedacht, ich habe das mal ausgemessen, hier brauchen wir nur ein 8er Gewinde reinschneiden. Und wie wirst du das abdichten? Mit einer Madenschraube. Und eine 8er Madenschraube mit ein bisschen hier Benzin. Ah, ja. Klebe, dicht. Das geht. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, ob es funktioniert, Jörg. Ob wir der Luft da ist. Ja, ich puste den erstmal aus. Ja. Und was machen wir? Was brauchen wir noch? Eine 8er Madenschraube. Da muss ich hier mal gucken. Oh, hier sind schöne. Guck mal hier. Die drehen wir denn da so rein? Mhm. Da schneide ich Gewinde rein und dann haben wir einen Stopfen. Und dann muss die Norden noch brüllen. So, jetzt halte ich den mal zu. Ja, ja, ja. Da kommt volle Pulle was raus, das ist doch gut. Ja, das machen wir bei dem anderen Vergaser auch. Dann. Ja, machen wir es bei beiden. Ne? Beide, ne? Die sollen ja gleichmäßig laufen. Ja. Und wenn sie kaputt sind, sollen auch beide kaputt sein. Nein, dann kann man die immer noch retten. Da habe ich schon wieder eine neue Idee. Wenn dieses Loch, was wir jetzt gebohrt haben, zu groß ist, könnte man in das gebohrte Loch, was ich gebohrt habe, eine 4 mm Schraube reindrehen und in die Schraube ein ganz, ganz kleines Loch reindrehen. Ach, bauen wir uns eine Düse? Eine Düse. Ja. Das muss Herr Kron uns eine Düse bauen. Guck mal hier, diese Dichtung, ne, die soll ja genau hier so... Den abdichten. Ah, das ja. Abdichten. Und wenn er da nicht dicht ist an der Stelle, saugt er ja daneben. Dann saugt er nichts an, ne? Wir nehmen eine neue Dichtung. Du hast eine neue Dichtung? Ich könnte mal gucken. Warte mal, wo habe ich denn? Ne, hier sind so. Guck mal, hier ist eine. Das ist ja nicht normal. Passt. Ist das die Originale? Ja. Die nehmen wir, ne? Ja. Mal gucken, die andere wollen wir mal sehen von dem Vergaser, wenn die gut ist, dann hier ist auch noch eine. Das sehen wir denn. Oh, da bin ich auch ein bisschen. Das ist ganz schön dünn da, ne? Ob das jetzt klappt, oder? Hast du schon Sprüh drauf? Sprüh du mal. Ja, gut. Ja, das sieht gerade aus. Meine Nerven. Sieht gut aus? Ja. Seit wann hast du so viel Angst? Ja, weil das so dünn ist, das ist so. Ich habe doch keine Angst. Wie... Du hast doch nur Angst, nein, dass du einen neuen Vergaser kaufen musst, weil der jetzt gleich auseinanderplatzt. Du, so ein Vergaserpaar kostet mal locker 600 Euro, ne? Aber hier kann man ja auch wieder von Nachhaltigkeit sprechen. Ja, wir schmeißen nicht sofort nein, weg. Nein, und wir geben auch nicht auf. Nein, da wird so lange probiert, bis es ja entweder funktioniert oder total kaputt ist. Hm. Wir haben auch schon mal was kaputt repariert. Ja, nicht nur einmal. Ja, da liegt er immer noch. Ja. Ja, aber ganz aufgegeben haben wir da ja auch noch nicht. Nee. Wir warten den nächsten Sommer ab. Die Grillzeit ist auch vorbei.
Oh, der macht einen guten Span hier, wa? Ja. Ich glaube, jetzt bin ich am Ende. Ja, mach mal nicht zu weit. Nee, ich guck mir das mal an. Pusten. Pass auf, ich nehme das alles mal raus. Ich habe ja hier noch dieses Bürstenset hier, da können wir auch noch einmal durch. Du willst doch nur gucken, ob es da richtig durchgeht, ne? Guck dir das. Das ist ein tolles Gefühl, du. Ne? So, kann ich noch mal irgendwo bürsten? Nö. Schade. Ich mache jetzt alles erstmal einmal sauber. Gut. Jetzt will ich mal gucken, ob meine Madenschraube da... Willst du mal festmachen? Gut. Jetzt mache ich dieses erst einmal sauber hier. Ja, die passt da jetzt gut rein. Soll ich die schon einkleben? Ja, kann doch. Kann ich, ne? Das ist so ein Zeug hier, wo man so Benzinhähne mit eindichtet, Ölleitung und so. Das wird nur so ein bisschen, härtet so wenig aus und dann ist das dicht. So. So, dann kann ich die Schwimmerkammer ja auch schon wieder fertig machen, wa? Ja, ich habe hier die Hauptdüse auch gleich drin. Ach, hier, pass mal auf, ne? Ich biege die mal wieder so, wie er war, ne? Das ist ja die Schwimmernadel, das Schwimmernadelventil. Wenn der Benzin hier ansteigt in der Schwimmerkammer, dann geht der Schwimmer hoch und macht das Kleine mit der kleinen Konus, die Schwimmernadel macht, den Kanal zu, dass kein Sprit mehr nachlaufen kann. Ich habe aber gestern auch noch gelesen, ich war nämlich auch noch mal unterwegs im Internet, es gibt nämlich Schwimmerkammern von Amal zu kaufen, die sind aus Blech hier und die kann man einstellen. Also Schwimmer? Schwimmer. Ja. Also diese Lippe, die ist aus Blech, ja. Die kann man einstellen. Aber du hattest doch gestern... Das war ja jetzt, dieser ist gerade aus diesem alten Vergaser, die sind gerade. Ja, und der hier, der ist schon neu, der hat diese einstellbare. Jedenfalls waren sie alle so, und da haben wir eigentlich für uns entschieden, dass es daran nicht liegen kann. Nein, die sind alle gleich und die sind alle mehr so wie die. Und also deshalb sind wir eigentlich auf diese ganze Geschichte gekommen, dass hier irgendwo der Verstopfer drin sein muss. Mhm. Weil es was anderes sein muss, damit er überhaupt Sprit kriegt. Die sind für 32 mm, sind die Vergaser echt winzig, ne? Das ist Wahnsinn. Sie besteht ja nur aus ein bisschen Schwimmerkammer und ein Riesenloch. Ist nicht viel dran an dem Ding. Nee. Wenn du denn andere Vergaser siehst, das ist ja wirklich. Der Del Orto, das ist ja ein mächtiges Teil. Ja. Und die Mikunis sind ja auch größer. Ja. Na? Wir haben ja auch die Luftfilterkasten, habe ich jetzt rausgeschmissen, weil ich dachte, Mensch, vielleicht kriegt er da auch nicht richtig Luft. Muss weg. Aber ja, du bist ja nicht so für Luftfilter, ne? Ich finde mir für offen. Du. Ich bin mir für alles offen. Ist ja. Besser. Nee, aber wenn wir die anbauen, hier diese Kollegen, da müssen wir nämlich genau darauf achten, dass diese Löcher mit den beiden Löchern übereinstimmen. Das sollen wir nämlich gleich hier anbauen? Das machen wir hier gleich fertig, ja. Aber das kann man sehen, dass die Löcher übereinander stehen, wenn man die jetzt ranbaut. Ja, das eine ist ja nun echt gerade unten, ne? Ja. So. Vergaser sind präpariert. Hey, du musst zur anderen Seite. Ich gehe hier hin. Ja. Ich würde die Gasschieber jetzt schon reinmachen. Weil der klemmt doch immer so. Da muss man immer aufpassen, dass man die Nadel da in die Düse reinkriegt. Ja. Ich mach das jetzt schon. Doch. Ich nicht. Du nicht? Ist doch klar. Und dann machen wir ja nachher noch eine Synchronisation. Wir die Vergaser mal genau einstellen, dass die Gasschieber jetzt auch gemeinsam öffnen. Das war nämlich auch nicht so ordentlich am Anfang. Nee. Also meine Schraube war da noch nicht drin. Na. So, meine ist, glaube ich, hat gefasst hier. Meine auch. Ich weiß, dass ich jetzt bei der letzten Schraube schon wahnsinnig werde. Bei der da? Mhm.
Der einzigste Vorteil ist, der Motor ist heute kalt. Das ist natürlich echt schlimm. Die kann man so mit zwei Fingern kriegen, die da so. Habe ich ja neulich auch schon mal gemacht. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das jetzt hier machen. So, Dichtung. Bist du zuerst? Schraube ich drin. Ja. Oh, geil. Noch ein und dann haben wir es. Und dann ziehe ich den fest. Ja. Ich kann den ja schon mal ein bisschen mit anreißen. Oh. Ich bin so gespannt. Ja. Was die Norton sich vorausgedacht hat, womit sie uns jetzt noch weiter ärgert. Oh, die darf sie eigentlich nicht mehr, du. Wir haben alles gemacht, du. Ja. Dann nehmen wir mal hier die beiden, wa? Nehmen wir den und den. So. Die mache ich zu hier. Oh, das ist ja geil. Das ist egal. So. Sollen wir die auch machen? Ein ganz bisschen, ja. Das ist ja nur zum Einstellen, dass damit er nicht so arbeitet, damit er ruhiger läuft. Ne? Ja. Ja. Ja, das ist ja. Hier müssen wir jetzt den Unterdruck praktisch, der hier im Ansaugkanal ist. Und wenn er jetzt im Stand läuft, ist er ja ein hoher Unterdruck. Und damit wir sicher sind, dass die beiden gleichmäßig ansaugen und die Gasschieber gleichmäßig hoch sind, müsste hier der Unterdruck bei beiden gleich sein. Ich mache mal den Sprithahn auf. Ja, so, das ist genauso, wenn man jetzt Gas gibt, ein bisschen Gas, dann müssten sie auch gleich sein. Und wenn sie nicht gleich sind, dann müssen wir den einen, der ein bisschen zu wenig kommt, höher stellen. Jedenfalls so, dass es dann gleichmäßig wird. In welche Richtung wir dann stellen, das müssen wir dann sehen. Sind jetzt die Bohrung zu groß. Aber volles Rohr. Ja, müssen wir nochmal abbauen, dann müssen wir die dicht machen. Den Düsensatz, hast du den? Ja. Wie so Reibale oder was? Nee, so ein Düsensatz, wo kleine Düsen drin sitzen. Ja. Vielleicht passt da ja zufällig eine. Nee. Schau mal hier. Wie klein das Loch da ist. Ah, das fängt nur so an, ne? Ne, können wir die ja schon nehmen. Da würde ja was draufstehen in der Theorie, ne? Ja, aber in Englisch. Du. Da ist noch so eine. Hahaha. So, Jörg. So, Andi. Da habe ich zwei Düsen gefunden, die jetzt gleich sind. Die haben, steht beide auf beiden 25 drauf. Ja. Bin einfach nur mit der Düsennadel durchgegangen, die sauber gemacht. Die haben jetzt auch ein Mini-Loch da. Guck mal, wie klein das ist. Beide, ne? Ja. Siehst du? Und in so eine war ja auch original im anderen Vergaser drin, ne? Ja, gehören da rein. Die kannst du auch weglassen. Also viele Leute lassen die weg. Und die haben die ja hier auch weggelassen. Ja. Und jetzt drehen wir die mal rein, mal gucken, was denn passiert. Ne? Die passt hier jetzt auch mit dem Kopf so. Warte mal, wo drehen wir? Ja, ist ja egal. So rein, ne? Nimm mal die Dichtung weg, dann kann man das besser sehen. Ja, die passt da rein, ne? Ja, so. Das ist super. So, das ging ganz toll, die habe ich da reingekriegt. Weißt du, dass mir das mit dieser Düse viel besser gefällt? Als wie das andere dahinter zu machen. Ja. Weil wir das können wir im eingebauten Zustand. Wir könnten sie jetzt ja, wenn sie scheiße läuft, können wir sie ja aufbohren. Ja, bisschen größer machen. Aber ich habe eben noch welche gefunden, die waren wenig kleiner. Da stehen 10 drauf. Und das schon eine, die ein sehr großes Loch hat. Ja. Ist ja auch eine große Maschine, großes Loch. Mhm. So. War meine Theorie richtig? Oh.
Ich glaube, am Ende nachher wird es funktionieren, hoffe ich. Bier trinken. Wir werden gleich Bier trinken. Vor Glück. Wie läuft? Sollen wir da mal was reintun? Oh. Mal aus. Ich würde mal sagen, wir tun uns erstmal hier was rein.
schönes Pilz. Und dann kippen wir da noch was rein. Andi, wenn ich dein Gesicht so sehe, ne? Glück, ne? Du? Ich war gerade eben der Verzweiflung da. Ich war auch der Verzweiflung da. Alter Schwede, ey, doch. Wir haben an unserem Verstand schon gezweifelt. Und jetzt? Oh, die läuft so schön, ne? Jetzt ist es, jetzt müssen wir nur mal die Uhren ranmachen. Wollen wir das mit den Uhren noch mal machen? Sollen wir das nicht, sollen wir das heute noch machen? Oder machen sollen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge, denn wir haben ja jetzt. Da zeigen wir dir noch mal Zündung einstellen und Vergaser synchronisieren. Denn Vergaser aufbohren und richtig bedüsen haben wir jetzt ja auch gezeigt. Jo. 4 mm Bohrer, das ist so ein Reparaturkit, gibt's bei Amal nachher. Ja. Und eine Madenschraube. Und eine 25er Düse. Ja, genau. Aber man kann ja sagen, wir haben die Vergaser gerettet, ne? Also ich finde hier, es läuft sie doch wirklich nicht schlecht. Also das kriegen wir hingestellt. Ja. Vielleicht ist auch noch ein bisschen Zündung. Ein bisschen. So schön langsam habt ihr bis jetzt noch nie. Nein, die läuft ja richtig schön. Ja, und dann auch so schön abwechselnd, wie sich das gehört. Bist doch guter Wauwi. Sie wollte auch von dir angekickt werden. Ja, und nicht die blöde Startmaschine, hat sie gesagt. Nee, will ich nicht. Nee. Geh mir weg damit. Ja. Boah. Dann haben wir uns doch jetzt hier, sag mal... Was sagst du denn hier zum Wanddruck? Ist normal, ne? Das weiß ich jetzt noch nicht. Da müssen wir uns dann mal drum kümmern. Aber kommt ja ein bisschen was raus. Da kommt ein bisschen was raus, ja. Aber das kann man ja so beheben, wenn man mal die Kolbenringe neu macht. Wenn wir wissen, dass die läuft, können wir die ja auseinanderbauen. Ja, genau. Das machen wir ja immer so. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Tank zum Fahren. Ich habe keinen Tank. Und ein Sitz? Ein Sitz, der wird sich ja finden. Kannst du den nicht daran hängen? Kannst du ein Kissen unterlegen. Ja, wir bauen hier so ein Gestell und dann weht der Tank hier so rum. Ne? Das gibt ja auch Kranke, die mit so einem Teil aus dem Krankenhaus laufen. Stimmt. Die Maschine ist ja noch leicht krank. Ja. Aber ich auch jetzt gleich. Habt ihr jetzt Bier? Ich hole mal 2. Ja. Oh, herrlich. So hat sie noch nicht gelaufen? Nee. Oh, was für alles für eine Blessuren schon wieder. Hier verbrannt. Du auch, ne? Verbrannt. Da verbrannt gestern. Da. Hier verbrannt. Ja. Da verbrannt. Die Norton, die verlangt uns auch ein bisschen was ab, oder? So, komm, wir sind ja nicht so wehleidig. Nein. So, liebe Freunde. Wir sagen mal, wir haben es vielleicht doch geschafft. Ja. Wir sind glücklich. Mehr beim nächsten Mal. 1, 2, 3. Und der war auch nicht schlecht. Prost. Prost und tschüss.